Jetzt in Kripo Live. Tod in der Silvesternacht. Auf einer Schnellstraße in Halle wird ein 14-jähriger Junge angefahren und tödlich verletzt. Der Fahrer flüchtet in einem weißen VW ab. In diesem und weiteren Fällen bittet die Polizei. Um ihre Hinweise. Guten Abend zur zweiten Ausgabe von Kripo Live in diesem Jahr. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei sind. Wie verzweifelt muss eine Mutter sein, die ihr Neugeborenes loswerden will, aussetzt oder gar tötet? Kurz nach Weihnachten werden gleich zwei solcher tragischen Fälle Schwerpunkt der Ermittlungen der Kripo Halle. Eine wichtige Spur bei der Suche nach den Eltern könnte dieser Fußsack aus einem Kinderwagen sein. Auf dem Betriebsgelände der Halleschen Wasser- und Stadtwirtschaft in der äußeren Hordorfer Straße wird ein Neugeborenes wie Müll entsorgt. Es kann nur noch tot geborgen werden. Ein zweites Baby wird wenige Tage später ausgesetzt. In diesem Neubaublock findet eine Bewohnerin das Kind. Es ist stark unterkühlt, aber es lebt. Für die Kripo Halle sind das gleich zwei bewegende Fälle. Ähnlich der emotionalen Anteilnahme der Bevölkerung ist es auch bei den Polizeibeamten spürbar. Und die Kriminalisten und auch die Kollegen des Einsatzdienstes, die als Erste vor Ort sind, lässt sowas nicht kalt. Dennoch versuchen die Ermittler da sehr sachlich heranzugehen, damit wir möglichst schnell die Eltern der Kinder ermitteln können. Es ist der 27. Dezember 2021, als eine Frau hier in dem Gewerbegebiet spazieren geht und das tote Baby findet. Zusammen mit Michael Ripke fährt ein Kripo-Live-Team noch einmal zum Fundort. Als die ersten Kollegen vor Ort eingetroffen sind, haben wir diese Örtlichkeit des Fundortes weiträumig abgesperrt und haben sofort die Kriminalpolizei hinzugezogen. Es gab dann in Folge eine mehrtägige Absuche hier im weiteren Umfeld des Bereichs. Auch die Bereitschaftspolizei beteiligt sich an der Spurensuche. Kriminaltechniker sind vor Ort. Ein Leichenspürhund kommt zum Einsatz. Er macht eine interessante Entdeckung. Das sind spezialisierte Diensthunde, die uns in dem Falle hier eine Spur angezeigt haben an diesem Mülleimer hier hinter uns. Wir haben bei der Auswertung feststellen können, dass diese Spur unmittelbar in Zusammenhang steht mit dem aufgefundenen Säugling. Um was für eine Spur sich handelt, das wollen wir aus ermittlungstaktischen Gründen hier nicht sagen. Der Mülleimer befindet sich auf der Freifläche vor dem Gebäude der Deutschen Rentenversicherung. Circa 200 Meter vom Fundort des toten Babys entfernt. Der Leichnam des Säuglings wird in die Rechtsmedizin Halle gebracht. Die Untersuchungen ergeben, dass es sich um ein kleines Mädchen handelt. Wir ermitteln hier wegen eines Tötungsdelikts. Das hat den Hintergrund, dass der vorläufige Untersuchungsbericht der Rechtsmedizin ergeben hat, dass der Säugling nach der Geburt Vitalzeichen aufgewiesen hat. Nur zwei Tage später findet eine Anwohnerin in der Azaleenstraße in Halle-Neustadt ebenfalls ein neugeborenes Kind. Das Kind war in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses abgelegt. Das ist in einem Viertel, das sehr dicht bewohnt ist, in Halle-Neustadt. Das Kind hat noch gelebt. Es befand sich in einem Fußsack, so wie er typischerweise in Kinderwagen verwendet wird. Und die Zeugen hat sich das Kind gleich an sich genommen und hat dann die Polizei informiert. Die Ermittlungen ergeben, dass das Baby am 29. Dezember 2021 zwischen Mitternacht und 8.45 Uhr abgelegt wurde. Das Kind, es handelt sich um ein Mädchen, wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde festgestellt, dass es gesund ist. Es ist dann dort erstmal noch weiter behandelt worden. Später hat sich das Jugendamt dem Kind angenommen und es befindet sich jetzt in angemessener Betreuung.
Rechtsmedizinische Untersuchungen haben ergeben, dass die beiden Mädchen keine Geschwister sind. Die Polizei bittet also um Mithilfe bei der Suche nach zwei Elternpaaren und fragt, haben sie ab dem 23. Dezember letzten Jahres im Bereich der äußeren Hordorfer Straße in Halle verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt. Außerdem sucht die Polizei Zeugen, denen in der Nacht oder am frühen Morgen des 29. Dezember, einem Mittwoch, in der Azaleenstraße in Halle-Neustadt eine Person mit einem Säugling, einem Kinderwagen oder diesem graublauen Fußsack der Marke Babycap aufgefallen ist. Wenn Sie Hinweise haben, wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Halle unter der Rufnummer 0345 224 1291. Sie können die Beamten auch über die eingeblendete E-Mail-Adresse erreichen. Und gleich ein weiterer tragischer Fall, mit dem die Kripo Halle befasst ist. Er ereignete sich kurz vor Silvester. Ein Jugendlicher, seine Zukunft noch vor sich, erlebte den Jahreswechsel nicht mehr. Der 14-Jährige wurde von einem Auto überfahren und starb wenig später. Der oder die Fahrerin des in den Unfall verwickelten Wagens flüchtete. Die Polizei bittet dringend um Hinweise. Halle, Silberhöhe. Freiburger Straße. An einer Einbiegung erinnern Blumen und Kerzen an den tragischen Unfall vom Silvesterabend. Auch die Markierungen der Polizei sind noch zu sehen. Laut der Ermittler ereignet sich der Unfall gegen 21.30 Uhr auf der Höhe dieser Einbiegung. Ein 14-jähriger Junge hält sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich der Freiburger Straße auf. Plötzlich nähert sich ein Kleinwagen. Aus bisher ungeklärten Gründen kommt es zum Zusammenstoß. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand unserer polizeilichen Ermittlungen. Wir können zu diesen genauen Umständen keine Angaben machen, da bitte ich einfach um Verständnis. Wir wollen auch die Wahrnehmung möglicher Zeugen, die sich noch melden, damit auch nicht beeinflussen, wenn wir jetzt bekannt geben, wie der genaue Unfallablauf möglicherweise gewesen sein könnte. Der Kleinwagen erfasst den Jugendlichen, der bei dem Aufprall schwer verletzt wird. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtet daraufhin vom Unfallort. Der Jugendliche kommt ins Krankenhaus, wo er wenig später stirbt. Er wird gerade einmal 14 Jahre alt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung, unterlassener Hilfeleistung und Unfallflucht. Eine Augenzeugin liefert wichtige Hinweise. Die wohnt in einem Mehrfamilienhaus in der Eihard-Hübner-Straße. Das ist mehrere Meter weit weg vom Unfallort. Sie hat wahrgenommen, wie ein weißer Kleinwagen die Unfallstelle befahren hat und dort den Jungen überrollt hat. Der Wagen ist dann aus ihrer Sicht ohne anzuhalten weitergefahren, hat sich unerlaubt entfernt. Die Aussagen der Zeugin und Spuren am Unfallort führen die Ermittler schließlich zum Fahrzeugtyp. Es handelt sich um einen VW Up. Hier ein ähnliches Modell. Ein Elektrofahrzeug. Das Baujahr wurde eingegrenzt ab September 2021. Also ein sehr neuwertiges Fahrzeug noch. Wir haben daraufhin Abfragen gemacht in den Zulassungsbezirken für Halle, dem Saalekreis, Leipzig und dem Leipziger Land und haben festgestellt, dass diese Fahrzeugreihe insgesamt 45 Mal zugelassen ist in diesen Zulassungsbezirken. Und jetzt werden wir nach und nach alle Fahrzeuge prüfen. Der Kleinwagen ist am Silvesterabend auf der Freiburger Straße in Richtung Weißenfelser Straße unterwegs. An der Einbiegung zur Erhard-Hübner Straße kommt es zu dem folgenschweren Zusammenstoß. In welche Richtung der Fahrer oder die Fahrerin vom Unfallort flüchtet, ist unklar. Auf der Suche nach dem weißen Kleinwagen und seinem Fahrer bzw. seiner Fahrerin hofft die Polizei deshalb dringend auf weitere Hinweise. Wir fordern den Unfallfahrer auf, sich bei der Polizei zu stellen und vor allen Dingen sich auch seiner Verantwortung zu stellen, damit wir die Tat umfänglich aufklären können und auch für die Familie einen Abschluss bieten können. Haben Sie am Silvesterabend gegen 21.30 Uhr etwas in Halle Silberhöhe beobachtet? Vielleicht ist Ihnen das Fahrzeug aufgefallen. Dabei handelt es sich, wie gesagt, um einen weißen VW Up, ein Elektrofahrzeug, das noch nicht sehr verbreitet ist. Und hier nochmal die ähnliche Abbildung. Unter Umständen hat es im Frontbereich noch Schäden durch den Unfall.
Ihre Hinweise nimmt die Polizei in Halle unter der Telefonnummer 0345 224 1291 entgegen. Und jetzt weitere Fahndungen in Kripo Live Kompakt. Sangerhausen. Diese beiden Männer sollen Kosmetikartikel im Wert von 600 Euro gestohlen haben. Tatort ist ein Drogeriemarkt in Sangerhausen. Hier werden die Männer am 6. Juli 2021 gegen 12.35 Uhr von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Bilder zeigen, dass sie arbeitsteilig vorgehen. Einer der beiden legt die Kosmetikartikel in einem bestimmten Regal ab. Der zweite Mann kommt kurz darauf in den Drogeriemarkt und packt die bereitgestellte Ware in eine Tasche. Dann verlässt er das Geschäft, unbemerkt. Es spricht alles dafür, dass die Tasche, die der Täter mitgeführt hat, präpariert ist, dass da bestimmte Vorkehrungen getroffen wurden im Inneren, dass eine Sicherung, die in der Filiale auch vorhanden ist, nicht anschlägt. Erkennen Sie die abgebildeten Personen? Dann richten Sie bitte Ihre Hinweise an das Polizeirevier Mansfeld-Südharz unter der Telefonnummer 03475 670 293. Nordhausen. Das ist Benny. Der hellbraune mittelgroße Mischlingshund wurde vermutlich gestohlen. Benny ist 3,5 Jahre alt, geschippt und registriert. Am 31. Dezember 2021 stellt sein Besitzer fest, dass Unbekannte in das Gartengrundstück eingebrochen sind, auf dem sich der Hund befindet. Seitdem ist Benny verschwunden. Der Tatort befindet sich in Nordhausen im Ortsteil Sundhausen im Bereich der Wehrstraße. Der Hund hat ein besonderes Merkmal. Sein linkes Ohr ist eingerissen. Wenn Sie Hinweise zu Bennys Aufenthaltsort haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631 962 124. Wurzen. Auf diesen Zug wurde von Unbekannten auf einer Fläche von 200 Quadratmetern ein Graffiti-Anschlag verübt. Immer wieder kommt es zu solchen Angriffen auf Züge, wie hier in der Nähe von Borna. Am 24. August 2021 zwischen 6 und 7.30 Uhr machen sich Sprayer am Bahnhof Wurzen an der abgestellten S-Bahn zu schaffen. Wenn Sie verdächtige Personen oder die Tat beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Bundespolizeiinspektion Leipzig unter der Telefonnummer 0341 997 990. Und noch eine aktuelle Vermisstenmeldung der sächsischen Polizei. Sie sucht nach Marie Lisbeth B. aus Hermsdorf. Die 15-Jährige hat am Montagmorgen ihre Wohngruppe in Hermsdorf verlassen und ist seither nicht auffindbar. Marie-Lisbeth B. ist 1,60 Meter groß und schlank. Sie hat kurze, krause, blonde Haare und trägt eine Brille. Bekleidet war sie zuletzt mit schwarzer Jacke, einer schwarzen Hose und schwarz-grauen Winterstiefeln. Sie hatte einen lilafarbenen Rucksack dabei. Hinweise nimmt die Polizei Dresden unter der Telefonnummer 0351 483 2233 entgegen. In zwei landwirtschaftlichen Betrieben werden etwa zur gleichen Zeit Agrarmaschinen gestohlen, darunter ein Traktor. Die Tatorte in Sachsen liegen nicht weit auseinander. Es könnte sich in beiden Fällen um dieselben Täter handeln. Die Diebe haben es auf schwere Technik abgesehen. An gleich zwei Orten in Mittelsachsen verschwinden Anfang November 2021 landwirtschaftliche Maschinen. Da denkt man schon, man ist im falschen Film, wenn der Diebstahl hier stattfindet. Wer braucht einen Traktor, der eigentlich kurz vor der, schon 6 Wochen draußen steht und da hat es keinen interessiert und die letzte Kernobsternte ist auf einmal weg. Einer der Tatorte befindet sich in Leisnig. Hier ist Sebastian Berndt, Abteilungsleiter der Leisniger Obstgarten GmbH. Der Landwirt baut auf etwa 130 Hektar Fläche verschiedene heimische Früchte an, vor allem für den Einzelhandel. Ein kleiner Teil der Ernte wird im eigenen Hofladen vermarktet.
Auf dieser Plantage zwischen Leisnig und Minkwitz wird eine Woche vor Ende der Apfelernte Sebastian Berns Traktor gestohlen. Früh schließe ich meistens die Tore für unsere Leute auf. Und wir hatten hier eigentlich noch ein bisschen Ernte zu Ende zu bringen. Und da fällt das dann irgendwann mal auf, wenn man dann vorbeifährt. Und da war auf einmal der Traktor nicht mehr an seiner Stelle, wo er sonst immer steht. Die Maschine vom Hersteller Renault war seit 15 Jahren im Einsatz. In der Erntesaison stand der Traktor häufig mehrere Wochen lang draußen auf einer der Plantagen. An dem Fahrzeug war ein Notstromaggregat fest verbaut. So konnte der Traktor auch zur Stromerzeugung genutzt werden. Die Täter kommen zwischen dem 4. und dem 6. November 2021. Sie zerschneiden einen Wildzaun auf der Rückseite der Plantage und laufen vermutlich zielgerichtet zum Traktor. Der steht zu diesem Zeitpunkt kaum sichtbar in einer Apfelbaumreihe hinter dem Kistenplatz, einem befestigten Bereich an der Chemnitzer Straße. Es kann davon ausgegangen werden, dass mehrere Täter involviert waren, auch das Objekt vorher ausgekundschaftet haben, explizit, weil das Fahrzeug auf dem Betriebsgelände von außen nicht einsehbar war und auch in den Nachtstunden das Gelände nicht beleuchtet ist. Da es sich um ein älteres Modell handelt, fällt es den Tätern offenbar leicht, die Tür des Traktors aufzubrechen. Also wie tatsächlich der Traktor gestartet werden konnte, ist derzeit nicht bekannt. Das Fahrzeug hat sich ordnungsgemäß im verschlossenen Zustand auf dem Betriebsgelände gefunden. Und der Schlüssel befindet sich zudem noch im Besitz des Eigentümers. Anhand der Reifenspuren kann die Polizei später den Fluchtweg der Täter rekonstruieren. Die Diebe fahren mit der Zugmaschine zunächst auf den Wegen der Plantage entlang. Dann passieren sie den zuvor zerschnittenen Wildzaun und gelangen von dort aus auf einen Feldweg. Dieser führt direkt zur Chemnitzer Straße. Auf der Hauptstraße verliert sich die Spur der Diebe. Ob das Fahrzeug dann von dort aus eigenständig weiter betrieben wurde oder auf einen Anhänger verladen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Circa 30.000 Euro Schaden entstehen durch den Diebstahl in dieser Nacht. Der Traktor fehlt dem Betrieb nun bei der Ernte und bei verschiedenen Pflegemaßnahmen auf den Plantagen. Nicht nur in Leisnig wurde Agrartechnik entwendet. Auch bei einem Landwirtschaftsbetrieb im nahegelegenen Großweitschen wurde eingebrochen. Aus einem Stall verschwindet in der Nacht zum 5. November 2021 ein Hoflader mitsamt Zubehör. Geschätzter Schaden ca. 15.000 Euro. Also die Polizei prüft auf jeden Fall Tatzusammenhänge, da es sich hier in diesem Fall um einen ähnlichen Tatzeitraum handelt zwischen dem 4. und 6. November 2021 und auch hier die räumliche Nähe im Landkreis Mittelsachsen gegeben ist. Die beiden Tatorte liegen etwa 15 Kilometer auseinander und es handelt sich zudem auch noch in beiden Fällen um landwirtschaftliche Fahrzeuge bzw. einen Traktor und einen Radlader. Ob die Diebstähle von denselben Tätern begangen wurden, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Können Sie Hinweise geben zu den Diebstählen in Leisnig und Ströller? Haben Sie zwischen dem 4. und 6. November letzten Jahres vielleicht etwas Verdächtiges in der Umgebung beobachtet? Ihre Informationen richten Sie bitte an die Kripo Chemnitz unter der Telefonnummer 0371 387 3448. Mal sind es Airbags, mal sind es Lenkräder, mal Navigationsgeräte, die gestohlen werden. Oft scheint es regelrechte Streifzüge in einem Gebiet zu geben, um sich auf diese Weise wertvolle Autoteile zu beschaffen. Auch Autohäuser sind betroffen. Im nächsten Fall verschwinden offenbar in nur wenigen Minuten ganze Frontpartien von Fahrzeugen. Autohausmitarbeiter Hendrik Langer zeigt Kripo Live den Tatort. Hier stehen die zwei Fahrzeuge, hier sieht man ja noch so ein bisschen die Überreste. Ja, unser Lehrling hat morgens hier entsprechend seine Runde gedreht, hat die Fahrzeuge gesehen. Wir können das erst auch gar nicht glauben. So sehen an diesem Tag zwei nagelneue Autos auf der Ausstellungsfläche des Autohauses aus. Zwei weiße, baugleiche Fahrzeuge vom Typ Hyundai Kona. Die Vorderfronten sind komplett abmontiert.
Ja, und so sieht er aus, wenn er doch noch nicht gestohlen wurde oder demontiert wurde. Ja, Sie sehen diese gesamte Front nebst Scheibenwerfern, der Träger für die Kühler insgesamt. Alles das wurde abgeschraubt und einfach mitgenommen. Hendrik Langer kann sich noch gut daran erinnern, dass die Fahrzeuge einen Tag zuvor in Ordnung waren. Wir haben an diesem Tag über 30 Fahrzeuge bekommen. Ja, und wir haben natürlich eine begrenzte Kapazität hier und deshalb auch diese zwei Fahrzeuge hier hingestellt. Einen Tag davor haben wir noch eine Preisauszeichnung gemacht, sodass wir relativ gut wissen, dass es genau an diesem Tag passiert ist. Es ist die Nacht vom 19. zum 20. Oktober 2021. Vermutlich kommen die Täter mit einem größeren Fahrzeug auf das Gelände des Autohauses. Und sie gehen gezielt vor. Sie haben es nur auf die zwei weißen Hyundai Kona abgesehen. Der Autohandel erlebt derzeit eine Ersatzteilkrise. Vieles ist nur schlecht oder gar nicht lieferbar. Daher vermutet Hendrik Langer einen Auftragsdiebstahl. Die Ersatzteile sind teuer und kaum zu liefern. Wir sehen es ja gerade an unseren eigenen Fahrzeugen. Und ja, da greift man natürlich zu solchen Mitteln, weil wenn es jemanden gibt, der zahlt, dann wird natürlich auch besorgt. Die Täter wissen ganz genau, wie die Fahrzeuge zusammengebaut sind. Die ausgebauten Teile sollen möglichst unbeschädigt bleiben. Trotzdem muss alles schnell gehen. Kühlergrill und Stoßstange sind meist ein komplettes Bauteil. Die Scheinwerfer schrauben die Täter mit wenigen Handgriffen zusätzlich ab. Also sie haben hier den Kühlergrill zerstört, haben so das Schloss aufgemacht. Und dann haben sie hier kräftig und schnell gearbeitet. Das sieht man einfach auch so. Es wurde also hier professionell abgeschnitten. Die wussten schon sehr genau, was sie gemacht haben. Das dauert vielleicht 10 Minuten, dann ist das erledigt hier, ne? Von zwei Autos bauen die Täter die komplette Vorderfront ab. In nur knapp 30 Minuten richten sie so einen Schaden von über 10.000 Euro an. Der Tatort liegt am Rand von Wernigerode im Harz. Ein Gewerbegebiet mit mehreren Autohäusern. 2 Tage vor dem Diebstahl im Hyundai-Autohaus waren vermutlich in einem benachbarten Autohaus dieselben Täter schon einmal aktiv. Aufgrund der Begehungsweise und der konkreten Bauteile, die entwendet worden sind, müssen wir davon ausgehen, dass es zielgerichtete Diebstähle waren. Auch von Profis, die sich in dieser Branche auskennen, um die Einzelteile entsprechend dann weiter zu veräußern. Diebstähle dieser Art werden sich auch künftig kaum verhindern lassen. Und so sind die Autohäuser gezwungen, ihre Sicherheitsmaßnahmen weiter zu erhöhen. Aber vielleicht können Sie helfen. Wer hat in der Nacht vom 19. zum 20. Oktober letzten Jahres von Dienstag zu Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Gewerbegebiet in Wernigerode beobachtet? Wem wurden Fahrzeugteile angeboten, speziell Kühlergrill, Stoßstange oder Frontscheinwerfer, die aus den gezeigten Diebstählen stammen könnten? Oder können Sie sonstige weiterführende Hinweise zu den Diebstählen geben? Dann melden Sie sich bitte beim Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer 03 941 674 293. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Die Informationen zu unseren aktuellen Fällen finden Sie wie gewohnt auf der KripoLife Homepage und im MDR Text Seite 377. Hier geht es jetzt weiter mit Damals war es, gute Unterhaltung auch beim Raten. Und bis zum kommenden Sonntag bei KripoLife.